Seit 20 Jahren setzt sich die Stiftung Bürger für Leipzig nun schon für eine lebendige und zukunftsfähige Stadt ein. Das feiern die Stifterinnen und Stifter nicht nur mit einem Gläschen Sekt, sondern haben direkt wieder neue Aktionen parat. So wie am 17. April im Clara Zetkin Park. Das Jubiläumsjahr, das 20. Das feiern wir so ein bisschen das Jahr über verteilt mit unterschiedlichen Anlässen. Und eines dieser Projekte, was wir in unserem Jubiläumsjahr machen, ist, dass wir Jubiläumsbankpatenschaften vergeben. Und die ersten 4 Unternehmen, die wir dafür gewonnen haben, sind heute hier auf dem Platz und weihen ihre Bankpatenschaft ein. Das sind die Unitas, die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, die Petschow und Thiel GmbH und die Leipziger Gruppe. Für jedes ihrer bisher 20 Jahre möchte die Stiftung bis Ende Dezember je ein Unternehmen finden, das für 1.000 Euro eine 10-jährige Jubiläumspatenschaft übernimmt. Doch auch über diese Aktion hinaus sind Paten für die zahlreich zur Verfügung stehenden Parkbänke jederzeit willkommen. Wir betreuen aktuell 180 von diesen Bänken, nicht alle hier im Park, sondern verteilt über die ganze Stadt, also auch im Friedenspark, im Bretschneiderpark. Wer sich dafür interessiert, kann also gern bei uns für 300 Euro für 10 Jahre Bankpate werden. Und wir kümmern uns dann darum, dass die Person, die die Bank quasi betreut, mit einem Schildchen und einem Text ihrer Wahl gewürdigt wird. Und dafür geht unser Bankdirektor regelmäßig mit einem Lappen vorbei, macht Graffiti weg oder schleift auch mal drüber, je nachdem, damit eben die Bank in Ordnung bleibt. Apropos in Ordnung bleibt, da hat Angelika Kell noch eine ganz eindringliche Bitte. Also worüber wir uns sehr, sehr freuen würden, ist, wenn die mit den Stiften und den Spraydosen, die an unseren Bänken immer vorbeigehen, sich einfach einmal darüber Gedanken machen, dass es Bankpaten sind, die ehrenamtlich sich für das Grün in dieser Stadt engagieren. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen Ärgernis, wenn man so viel Arbeit damit hat. Man hat sie gerade überstrichen oder frisch abgeschmörgelt, ja, und 3 Tage später ist dann schon wieder das erste Tag dran. Wenn da jeder einfach mal ein bisschen mit aufpasst und auf die Finger haut, das wäre total schön. Mehr zu den Projekten der Stiftung und über Möglichkeiten zum Mitmachen ist auf der Homepage bürgerfuerleipzig.de zu finden.